Achlan was, Achlan, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anushka Loves Egypt. Heute ist Valentinstag und ich schicke euch liebe Grüße und ich möchte euch erzählen, wie unser unvergesslichster Valentinstag war. Also bleibt dran! Ich bin am Kochen. Wir haben uns entschieden, zu Hause zu essen und nicht essen zu gehen, weil das hat einen gewissen Grund. Natürlich gehen wir immer wieder mal essen, aber am Valentinstag wollen wir nicht essen gehen. Unser unvergesslichster Valentinstag war vor 2 Jahren. Wir arbeiten ja beide in Böblingen und sind nach Feierabend mit der S-Bahn nach Stuttgart gefahren. Wir essen gerne Japanisch und Chinesisch und deswegen sind wir zum Sakura gegangen. Da gibt es Sushi und da kann man auch eine Suppe essen und Essen grillen lassen und das mögen wir sehr gerne. Und danach sind wir ein bisschen spazieren gegangen in Stuttgart und irgendwann sind wir natürlich nach Hause mit der S-Bahn. Und zu Hause gab es eine große Überraschung, die werde ich euch aber nach dem Essen erzählen. Das ist unser Essen. Hähnchen, Luca kriegt Kartoffel, Spinat mit Pilzen, Salat und Pfannkuchen. Nicht mit Mehl, sondern mit gemahlenen Haselnüssen. Suppe. Und Hühnerbrühe mit Zitrone. Zum Nachtisch gibt es Obst mit Joghurt. Das mit den Heidelbeeren ist meins. Luca mag keine Heidelbeeren. Ja, fertig. Das sind gemahlene Haselnüsse. Jetzt haben wir gegessen und nachher essen wir noch den Nachtisch. Aber ich erzähle euch jetzt, was das für eine Überraschung war. Und ich habe das ja vorhin so erzählt, dass man nicht ahnt, was für eine Überraschung. Bei uns ging es genauso. Wir haben nichts geahnt. Es war nämlich eine böse Überraschung. Wir sind mit der S-Bahn nach Herrenberg gefahren und dann mit dem Auto nach Hause. Und dann bin ich in die Einfahrt eingefahren und die Türe zum Garten war komischerweise offen und erstmal denkt man, okay, hat jemand vergessen zuzumachen oder ist jemand unerlaubt in den Garten gegangen, irgendjemand Fremdes. Dann sind wir ausgestiegen und ich habe die Tür aufgeschlossen, da bin ich rein und hab Wasser laufen gehört und die Balkontür war offen und ein Fenster war offen und irgendwie war es komisch und dann bin ich in die Küche, da lag ein Schmuckkästchen auf dem Boden und der Wasserkocher war im Waschbecken und das Wasser lief und ich habe das Wasser ausgemacht und dann bin ich Richtung Schlafzimmer und Gästezimmer und da war alles verwüstet und nass und dann bin ich schnell raus und habe zum Luca gesagt, Luca, ich glaube, bei uns wurde eingebrochen. Und Luca wollte den Einbrecher suchen, ist ums Haus und ich habe ihm verboten reinzugehen wegen den Spuren und so weiter. Man soll ja nichts durcheinander bringen. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und es war halt die böse Überraschung, deswegen wollen wir am Valentinstag nicht essen gehen, weil uns das immer an dieses Ereignis erinnert. Ich hätte nie gedacht, dass mal jemand bei uns einbricht, aber man muss wohl mit allem rechnen. Man kann natürlich immer Sicherheitsvorkehrungen machen. Wir haben auch einiges verbessert, was ich aber nicht erzählen werde, was.
Da kann man sich ja selber informieren und es dann auch machen, aber manchmal passieren einfach Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und da wollte ich einfach andere auch warnen, dass man immer wachsam ist, auch in der Nachbarschaft und guckt, was kann man für sich selber absichern. Also wenn das einmal passiert ist, dann ist man schon geschockt und hat das wochenlang verfolgt. Wir hatten immer wieder Angst, dass sowas passieren könnte. Wir waren übervorsichtig und es ist jetzt immer noch so, wenn wir nachts ein Geräusch hören, was irgendwie merkwürdig ist, dass wir aufstehen und nachschauen, was es ist. Gott sei Dank war es jedes Mal was Harmloses. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und dass euch sowas niemals passiert. Und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Salam!